Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Let's Beta Dragon Quest 3, die deutsche Übersetzung der englischen Übersetzung auf dem Super Nintendo. Die Übersetzung wird gemacht von den Leuten der snesprojects.de. Und ihr seid natürlich wieder mal herzlich eingeladen, hier mit zu Beta-Testen, indem ihr Fehler berichtet. Entweder im Forum selber, beziehungsweise mir per Mail könnt ihr das auch schreiben, wenn ihr euch dort nicht anmelden möchtet. Die E-Mail-Adresse wäre lompickhunter, da fehlt die Hälfte davor, help.lompickhunter@gmail.com. Ja, und den Link zum Forum, der wird natürlich auch nochmal in der Videobeschreibung drinstehen. So, und machen wir gleich mal weiter. Im letzten Part haben wir quasi den Intro erlebt, mit ein paar Fehlern auch drin. Und jetzt geht's los mit dem ersten Akt quasi. Am Tag von Picks 16. Geburtstag, habe ich schon im letzten Part erwähnt am Ende. Das ist der 16. Geburtstag. Da müssen M hin. So Denitiv, Genitiv, was weiß ich, Plusquamperfekt 3000. Ich kenne mich in der Grammatik überhaupt nicht aus. Pick, wach auf, Pick. Da hätte ich Link als Namen nehmen müssen. Da wäre jetzt Link. Wach auf, Link. Naja, Pick, bin halt ich. Pick, es ist morgen, Zeit zum Aufstehen. Ah ne, ist die Mutter. Heute darfst du zum ersten Mal das Schloss betreten. Ich denke, ich habe dich gut erzogen und genügend für diesen besonderen Tag vorbereitet. Ich will aber noch liegen bleiben, Mama. Huch. Ich muss den Knopf drücken, dann geht das los. Oh, reden wir mit dem Schrank. Es befindet sich niemand in dieser Richtung. Schade. Suchen. Prima. Du fandest starke Samen. Stärke Samen? Soll das heißen starke Samen oder soll das ein Wort sein? Stärke Samen. Wahrscheinlich soll es ein Wort sein. Pick nimmt Stärke Samen. Pick sucht den Boden ab, aber da ist nichts. Na gut. Hallo Mama. Nun ist es Zeit für dich zu gehen. Komm mit mir mit. Ich setze dich dann vor dem Schlosstor ab. Klingt komisch. Könnte man mal überlegen, ob es nicht vielleicht anders schreiben könnte. So, ey, ich wollte noch mit Opi sprechen. Mann, ey. Ich wollte dir noch das Haus angucken, Mann, ey. Ist auch eine dicke Mutti. Wie die mit den Armen wackeln, finde ich cool. Hammer. Geh einfach immer geradeaus in das Schloss und vergiss von dem König deine Manieren nicht. Wieder einer deiner Fehler. Nun, dann geh mal los. Wohin willst du, Pick? Du hast dich so sehr auf das Treffen mit dem König gefreut und nun zögerst du. Bedrückt dich etwas? Yep. Du wirst deine Das wird deine letzte Möglichkeit sein, um mit ihm zu sprechen, Pick. Bist du sicher, dass du das Treffen mit dem König schwänzen möchtest? Eieieiei. Unable. Ah, safe. Ja. Ich verstehe. Gut, dann werde ich dich nicht aufhalten. Du bist nun ein Erwachsener. Darf ich das nochmal lesen? Ich verstehe, dann werde ich dich aufhalten. Du bist nun ein Erwachsener und als solcher kann ich für dich nur hoffen, dass du die richtigen Entscheidungen triffst. Hä? Geil. Gut, ich sollte dann nach Hause gehen. Ist der Hause nicht groß, weil der Hause in dem Fall ein Ort ist? Bist du sicher, dass du den König nicht treffen möchtest? Yep. In Ordnung, ich verstehe. Du bist alt genug für diese Entscheidung. Ich wünschte, du würdest dennoch mit ihm sprechen. Nein. Es ist in der Zeit für mich, nach Hause zu gehen. Sei vorsichtig und denke immer daran, dass ich dich liebe. Ich hoffe, du schaffst es, deinem Vater zu lieben. Tschüsschen. Ich wollte erst mit Opi sprechen. Ist ja der Hammer. Ich muss gar nicht mit dem König reden. Geil. Hallo Mama. Rede. Willkommen, Pick. Hast du nicht das Treffen mit dem König? Nö. Du musst ihn inzwischen getroffen haben. Ich war so glücklich, von meinen Nachbarn von dir zu hören. Du siehst erschöpft aus. Nee. Ich denke, es wird Zeit für dich, schlafen zu gehen. Mutter, Mutter. Ach so, das ist jetzt bloß Regeneration sozusagen, kostenlos. Raus aus den Federn, Pick. Es ist bereits Mittagszeit. Du solltest wirklich langsam aufbrechen. Ich hörte gerade, Pick,
dass du den König wirklich noch nicht getroffen hast. Ich möchte nicht mit dir streiten. Aber ich muss dich auffordern zu gehen und mit ihm zu sprechen. Ist ja der Hammer. Richtig cool. Also sowas habe ich direkt so in einem Rollenspiel noch nicht gesehen. Hallo Opi. Dein Vater Ortega war ein bemerkenswerter Held. Er war mein Sohn, Pick. Sozusagen bin ich dein Opa, Pick. Und weil du mein Enkelkind bist, Pick, denke ich, dass du ein genauso großer Held werden wirst, wie es dein Vater einst war. Warst du auch so ein großer Held, oder was? Oh, 5 Goldstücke. Dankeschön. Na gut, dann gehen wir jetzt doch mit König Drosselbart sprechen. Was ist denn das eigentlich für ein Schwert, was wir in der Hand haben? Ist das ein Rapier? Mal, Pick sucht den Boden ab, aber da ist nichts. Komme ich denn ins Menü? Ah ja. Info, Item, Taktik, in Item, Pick, Kupferschwert, Reisegewand, Stärkesamen. Tja, benutzbar. Aber, oh, guck mal, da ist ein Fehlerchen. Weiß aber nicht genau, wie ich das, ich mache das mal per Safe-Stat. Hier, könnt ihr gucken, Safe-Stat Nummer 1. Saved, und da ist dann der Fehler. Beutel. Bittel hat keine Gegenstände. Das soll wahrscheinlich Beutel heißen. Da fehlt das Eu. Und das E. Ist das ein Fehler? Man weiß es nicht. Man munkelt aber. Da werden sich wohl die ROM-Hacker mal zu Wort melden müssen. Ich glaube nicht ins Schloss. Ich will jetzt erstmal noch ein bisschen rumgucken. Schickedalik, schickedalik. Soll mit dem Tag Verspätung zum König gehen? Das ist ja auch nicht die feine Englische. Aber was soll's. Wenn der König was von mir will, dann kann er ja auch mal warten, nicht? Guten Tag. Rede. Willkommen im Schloss Aliahan. Willkommen im Schloss Aliahan. Aha. Ihr seid ja zwei ganz witzige. Mit den gleichen Texten, ja. Unsere Hoheit erwartet dich bereits. Oh. Rede. Eure Majestät ist oben. Das waren jetzt alles beides Fehler. Falsche Fehler. Also, ich kenne ja, in Klammern leider Gottes, diverse Filme, wo man sehr hochtrabend spricht. Schrägstrich Sissi, ne? Die junge Kaiserin und so weiter. Da ist von eurer Majestät die Rede, wenn die Majestät selber angesprochen wird. Also, wenn ich mit dem König rede, dann sage ich eure Majestät. Wenn ich allerdings von der Majestät, also vom König, in der dritten Person spreche, also er da. Ja, dann ist es nicht eure Majestät, sondern seine Majestät. Bei männlich seine Majestät in der dritten Person. Oder wenn die Majestät weiblich ist, muss man in der dritten Person ihre Majestät sagen. So. Und jetzt sprechen wir mit ihm da. Rede. Unsere Hoheit erwartet dich bereits. Nein, das müsste auch heißen, seine Hoheit erwartet dich bereits. Allgemein müsste man sich vielleicht auch einigen, geschwollen reden oder nicht geschwollen reden, ha? Also, gucken wir noch weiter, wie es sich ja mit den anderen Leuten verhält. Hattest du schon die Möglichkeit, mit der Prinzessin zu sprechen? Ich glaube, sie befindet sich im Schlosshof. Da gucken wir auch gleich noch hin. Lass mal hier noch ein bisschen rumgucken. Mit den Leuten reden. Es soll angeblich eine Burghöhle geben, die zum Najimi-Turm führt. Ich weiß nicht, ob dies stimmt. Das ist wieder so ein komischer Mix. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber einige behaupten es ebenfalls. Das müsste man anders schreiben. Ich würde schreiben, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber einige behaupten es zumindest. So würde ich das schreiben wollen, tun. So geht's hier raus. Die Tür ist verschlossen. Na gut, kann man hier rein? Die Tür ist verschlossen. Oh, guck mal, kein Schlossenbug. Toll. Wie beim Sailor Moon. Da gab es hier diesen berühmten Schlossenbug, der da stellenweise aufgetreten ist. Sehr amüsant. Aber so ist es halt. Wegen Platz sparen war da halt der Bug drin, leider. Wurde bestimmt inzwischen gefixt. Ich bin davon überzeugt. Wegen Baramos ist es mir nicht mehr erlaubt, das Schloss zu verlassen. Ich kann es nicht mehr ertragen, jeden Tag hier zu sein.
und jeder Tag kommt mir gleich vor. Ich habe versucht, mich rauszuschleichen, aber ohne Erfolg. Ihre Majestät, es ist mir ein Mirakel, wie dies passieren konnte. Die Tür ist verschlossen. Okay, komm hier rein. Oh yeah. Oh, hi. Das war ja mal ein netter Effekt, der gefällt mir nice. Ich habe mich nach den Helden Ortega gesehnt, deshalb wurde ich ja Soldat. Das klingt total merkwürdig. Und wenn, dann müsste es dem Helden sein. Aber dann ist Ortega von uns gegangen. Nein, Ortega wäre niemals so einfach gestorben. Er ist sicher am Leben. Ich weiß es einfach. Ich kenne meinen Körper! Oh, hi. Dies ist der Kerker. Sprichst du durch Gitterstäbe? Sprich durch die Gitterstäbe, wenn du mit den Gefangenen reden möchtest. Die Tür ist verschlossen. Rede. Es befindet sich niemand in dieser Richtung. Ich kann mit dem Typ hier also nicht raiden. Vielleicht muss ich hören. Die Tür ist verschlossen. Rede. Ah, ich kann mit dem also nicht reden. Na gut. Die Tür ist verschlossen. Verdammt! Ich bin der berühmte Dieb Bakuta. Wie konnte mir ein alter Mann meinen Schlüssel stehlen? Wo der alte Mann ist, fragst du? Er lebt im Najimi-Turm. Wenn ich doch nur diesen Diebesschlüssel hätte. Komischer Name, der Diebesschlüssel. Aber er würde mir diese Zellentür wohl sowieso nicht öffnen. Hä? Weil ich nicht ganz. Die Tür ist verschlossen. Schade, schade. Schokolade. Okay, weiter geht's, weiter geht's. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen leiser machen. Die Melodie, die haucht mir hier dezent ins Ohr. Oh Mann. Alter, ging's nicht weiter. So, was ist hier? Die Tür ist verschlossen. Schade, schade. Kann man hier rein? Die Tür ist verschlossen. Was ich übrigens mitbekommen habe, finde ich toll. Ja, wenn man hier so, man kann erstmal halbe Teils laufen. Das finde ich erstmal schon von rein cool. Wenn ich jetzt hier geradeaus gehe, passiert nichts. Also ich gehe jetzt hier nach oben, passiert nichts. Jetzt gehe ich einen halben Teil nach links und jetzt gehe ich nach oben. Zack. Und da geht der automatisch um die Ecke. Das ist voll praktisch. Rede. Der Diebesschlüssel kann einfach Schlösser ohne Probleme öffnen. Du kannst mit ihm viele verschiedene Orte erreichen. Der Diebesschlüssel klingt echt strange. Wahrscheinlich ist damit ein Dietrich gemeint. Der Dieb Bakuta, der neulich für einige Verwüstungen gesorgt hat, sitzt jetzt im Kerker. Ja, ich habe ja schon mit ihm gesprochen. Das ist ein netter Typ. So, seine königliche Majestät. Rede. Der König ist oben. Wenn du eine Pause brauchst, dann schreib deine Fortschritte in das Abenteuertagebuch. So kannst du deine Reise ab dem letzten Punkt fortsetzen. Das ist eine gute Idee. Aber wie? Info? Ne. Held, bockig, männlich, Stufe 1. Taktik? Alle heilen, ausrüsten, Beutel sortieren, Gepäck ordnen. Textfluss, Aufstellung, es gibt keine Gruppenmitglieder. Rüstung. Kupferschwert. Reisegewand. Schild. Helm. Accessoire. Ha. Okay. Coolio. Aber wie komme ich jetzt hier an das Abenteuermenü? Pick sucht den Boden ab. Pick sucht den Boden ab. Aber da ist nichts. Okay. Oh, nice. Hopp. Prima. Du fandest Glückssamen. Hier ist richtig geschrieben. Pick nimmt Glückssamen. Es befindet sich nur in die Richtung. Es wurde nichts Interessantes gefunden. Cool finde ich ja, dass er da das Ding aufgemacht hat. Finde ich richtig cool. So kleine Details, die machen es halt. Die machen es. Oh, wenn ich jetzt hier auf L drücke, dann kann ich auch automatisch mit Leuten reden. Das ist cool. Wenn du südlich des Schlosses dem Meer folgst, kannst du am Kap eine Höhle finden. Ah, gut zu wissen. Vielen Dank. Tapferer Held, bitte, ihr müsst den Frieden in unserer Welt wiederherstellen. Mach ich. Oh, hi. Wenn du im Kampf weiter hinten stehst, werden Gegner weniger Schaden anrichten. Die Aufstellung im Kampf ist daher ein wichtiger Faktor. Pick, ich weiß, wie bockig du sein kannst.
voll geownt hier. Ich weiß, wie bockig du sein kannst. Sei daher nett zu deinen Mitstreitern. Okay. Halt, wenn es so halb teils, kann ich nicht um Leute drin rumlaufen. Du musst dich mit Waffen und Rüstung ausrüsten. Es reicht nicht, diese nur im Beutel aufzubewahren. Das ist ja mal ein Hinweis. Vielen Dank. So, hi. Alleine zu reisen ist ziemlich gefährlich. Du solltest am besten Ruidas Taverne im Südwesten der Stadt besuchen und einige Mitstreiter mitnehmen. Okay, also, gut, werden wir jetzt hier mal diesen Part wieder unterbrechen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir hier mit dem König sprechen und uns mal die Queste sozusagen holen. Ich freue mich schon drauf. Wir sehen uns, macht's gut, bis dahin und tschaußen!